1,65 Meter, der kleinste im Felde, aber nichtsdestotrotz, denke ich, hat er schwer an sich gearbeitet. Das sehe ich hier vorne schon. Er auf die Bühne mit dem Michael Kandorf. Akkord und Musik bitte, Michael Kandorf. Einige Interviews geführt und wir haben natürlich Michael Kandorf vor mir, der Junge, der hier wirklich den riesen Anreiseweg gemacht hat. Jetzt muss ich natürlich gleich fragen bei dir, hat die Weiterreise, hat der Aufwand, hat die Arbeit sich für dich gelohnt? Ja, wie gesagt, das hat sich sehr gelohnt für mich, weil ich gesehen habe, wie weit ich gehen konnte mit dem Gewicht, wie ich meine Form verbessern konnte, professionelle Meinungen einholen und wie ich auf der Bühne mich präsentiert habe, das war schon immer sehr wichtig für mich. Also ich war interessant, ich wollte sehen, wie das ausschaut und bin sehr zufrieden. Du hast, glaube ich, nicht nur hier die Leute beeindruckt, sondern muss ich sagen, mich auch sehr beeindruckt, speziell mit der Art und Weise, wie man wirklich den Körper umformen kann, diese Metamorphose, die man einfach mittels Training und Diät letzten Endes an sich erbringen kann. Du hattest natürlich jetzt hier den Nonstop-Marathon in Sachen Bein und Bauch. War eine clevere Entscheidung sicherlich deinerseits, aber die muss ja wirklich sagen, die Beine und Bauch, die sah ja auch mal klasse aus von dir, ne? Ja, aber da sind schon Klassen dazwischen. Also da ist ja keine Gewichtsklasse, da kommen alle Klassen zusammen, 70, 100, 90 und 80 und kann man leicht untergehen. Da konnte ich eigentlich, wenn, dann überhaupt dann nur mit der Pose punkten. Aber ein paar Punkte hat es ja gebracht, ne? Ja. Gegen halbwegs. Ja, natürlich die Frage bei dir auch reingekommen. Bist jetzt über diese Body-Extrem-Geschichte ja. Muss natürlich ganz ehrlich sagen, hättest du dich ansonsten getraut, einen Bodybuilding-Wettkampf zu bestreiten, wenn nicht diese Chance gewesen wäre über die Revolution? Schwer. Weil ich da in Wien wenig Leute habe, die mir da ein bisschen helfen konnten. Und da war ein kleiner Ansatz noch da vom Pierre, vom Pitt, vom Matthias besonders. Und die haben mir noch quasi das Fünkchen gegeben, damit ich das durchhalten kann. Und jetzt würde es mich interessieren. Jetzt weiß ich, dass es da verschiedene Klassen gibt, 70 Kilo, und ich bin da knapp drunter. Und wenn man dann in der eigenen Klasse startet, dann kann man vielleicht schon was rausholen dabei. Also aus dem Fünkchen machen wir ein Feuer und du hast also endgültig Blut geleckt, auch im Wettkampf Bodybuilding weiter aktiv zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Habe mich gleich in Österreich erkundigt. Am 1. Mai findet eine Meisterschaft statt in Oberösterreich, in Gunskirchen und von der IFBB. Und ich schaue, dass ich da bei der 70 Kilo Klasse starten könnte. Da wollen wir natürlich hoffen, auch für unsere Leser der Website, dass du uns ein paar Fotos davon rüberwachsen lässt, wenn es dann am letzten Endes soweit ist. Denn ich glaube, wir alle sind sehr interessiert daran, deine weitere Karriere zu verfolgen und drücken dir die Daumen. Danke dir. Dankeschön.